Zombie-Effekt, entnommen aus den Lesungen 10433 und 434. Warum gibt es so viele Filme über Zombies? Könnte es eine Form von Signal sein? Wenn ich die Straße entlang gehe, treffe ich zufällig viele Leute, die mich an sie erinnern. Was bedeutet das alles? Was ist für mich dabei drin? Wenn sich etwas anbahnt, übernimmt die Natur die Verantwortung dafür, uns Signale zu geben. Es ist mehr als 30 Jahre her, dass uns durch Geschichten, Comics und Kinogeschichten von Zombies angeboten wurden. Warum? Denn wir sind Götter und in uns ist das Bewusstsein vorhanden, dass so etwas geschehen wird. Künstler, die sich Themen wie dieses vorstellen, haben eine sehr entwickelte sensorische Ebene. Da das Kino sehr populär ist, muss es eine starke Botschaft vermitteln. So erschienen die ersten schrecklichen Zombies auf der Leinwand. Aber nicht nur im Kino, auch in anderen Bereichen haben sich die Künstlerinnen und Künstler vergnügt, Beispiele für zukünftige Sensationen zu vermitteln. Der Bildhauer Giacometti, der fadenförmige Körper vergänglicher Menschen schnitzte, oder jene Maler, die menschliche Figuren mit einem Auge weitergaben, sind nur Beispiele in diesem Sinne. Das Virus, das seit einiger Zeit auf dem Planeten wütet, ist gleichbedeutend mit dem Zombie-Effekt. Das heißt, in dem Moment, in dem ein Zombie einen gesunden Menschen beißt, wird dieser wiederum zum Zombie. Der Virus verhält sich auf die gleiche Weise. Es gibt einige Organisationen, die das Virus für terroristische Zwecke ausnutzen. Andere, die versuchen, es zu bekämpfen, Impfstoffe herzustellen oder es auf verschiedene Weise zu vernichten. Auf diese Weise entstehen Kämpfe zwischen den Parteien mit dem einzigen Ziel des Sieges. Und das geschieht in allen Ecken der Gesellschaft und selbst in der einfachsten Beziehung zwischen Mann und Frau. Dieser Covid-Virus wird eine Mindestdauer von 3 Jahren haben, die sich auf maximal 7 Jahre erstrecken kann. 3 Jahre können als Mindestzeit angesehen werden, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Aber in welcher Zeit? In unseren Gewohnheiten, in unseren Gedanken, unserem Verhalten, sowie die Art, wie wir reden, und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das Wort des Menschen kann als der mächtigste Virus angesehen werden, der heute im Umlauf ist. Ein einziges Wort kann tatsächlich Leben geben oder nehmen. Das Covid-Virus, das auf allen Kontinenten freigesetzt wurde, zwingt die Menschen dazu, die Schutzmaske über den Mund zu tragen. Nun, die Natur, die uns in diese Richtung zwingt, hat uns buchstäblich den Mund verschlossen und lädt uns ein, bewusster mit Worten umzugehen. Seit über 20 Jahren wird die Menschheit auf ihren Lorbeeren eingeschläfert und nicht auf neue Wege verpflichtet, sodass die Natur die Führung übernommen hat. Der D-Day ist gekommen, die Landung der Natur an der Küste der menschlichen Gleichgültigkeit. 10 Jahre sind vergangen, seit ich zu Ihnen sagte, wenn Sie sich nicht ändern, wird die Natur einen großen Stock in die Hand nehmen und Sie auf eine Weise schlagen, die Sie sich nicht einmal vorstellen können. Die Veränderung des Denkens auf der Erde und die Entwicklung des Universums selbst hängen von der Veränderung der Ingan, koreanisch für Menschen, der Götter, die diesen Planeten bewohnen, ab. In den Filmen der Zombies werden nur die Veränderungen des Körpers beschrieben. Aber bisher hat noch niemand versucht, das Thema der Veränderung der Seele zu berühren. Der menschliche Körper kann sich nicht so weit verändern, dass er zu einem monströsen Zombie wird, wenn nicht zuvor eine ebenso radikale Veränderung in der Seele des Individuums stattgefunden hat. Die Filmemacher haben nur den extremen Verfall des menschlichen Körpers beschrieben, aber sie sollten noch weiter gehen und einen Blick ins Innere des Körpers des Zombies werfen, um zu sehen, was dort ist. Schon in der Vergangenheit gab es Beispiele für Figuren, die dem ähnelten, was wir heute einen Zombie nennen könnten, aber damals konnte man sie nicht verstehen. Heute sind wir in eine Welt eingetreten, die der vom Kino beschriebenen Welt der Zombies viel näher kommt. Wir müssen unsere Denkweise völlig ändern, und zwar in 3 Jahren.
Das Naturgesetz, das alles mit der 3-von-7-Regel misst, sagt uns, dass es, als wir 30% unseres evolutionären Potenzials erreicht hatten, zwei Weltkriege gab, die einen guten Teil der Bevölkerung niedergemäht und Ordnung in das zuvor entstandene Chaos gebracht haben. Später, Ende 2012, erreichte die Menschheit 70% ihrer Entwicklung und jetzt ist das Virus für die Ordnung zuständig. Deshalb ist es notwendig, die Art und Weise, wie wir leben, denken und handeln, zu ordnen. Wenn wir mit mehr als 50% Energie leben würden, könnte uns das Virus nicht angreifen. Aber worauf basiert dieser Prozentsatz? Es ist ein Maß für die Qualität des Denkens eines jeden Menschen. Lassen Sie uns einige Beispiele für Energie von geringer Qualität versuchen. Es geht nicht um etwas, das mit dem Besitz materieller Dinge zu tun hat, wie zum Beispiel Geld oder anderes, aber es geht um den psychologischen Aspekt des Seins. Tatsächlich ist es die Depression, den Zustand chronischer Krankheiten und den anhaltenden Bedarf an Unterstützung. Verbringen Sie Ihre ganze Zeit im Gebet zu Heiligen und Göttern. Menschen, die nur am Glauben festhalten, sind schwache Menschen. Und dies ist auch ein Indikator für das Leben unterhalb der 50%igen Energiequalitätsschwelle. Freut euch im Leben, dass die Seele sich mit einer hohen Qualität ihrer Energie, dem Negong, aktiviert und befreit, uns vor allem Arten von versteckten Viren zu schützen. So können Sie den Zombie-Effekt des Virus verstehen.